Ich bin unsichtbar, weil mein Kopf genauso grau ist wie die Wand. Ja, hallo Leute, was geht ab? Willkommen heute zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich weiß nicht, was gerade eben wieder diese Einleitung sollte, aber ich hoffe, euch geht's gut. Aber jetzt mal wirklich, Leute, guck mal, mein Gesicht sieht wirklich aus wie diese Hintergrundwand. Gut, okay, vielleicht mein Anzug nicht, aber Leute, ist ja auch egal. So, ich freue mich heute, was ist denn das? Okay. Ich freue mich heute hier eine Map zu zeigen, denn diese Map habe ich vor etwas längerer Zeit schon mal gespielt und diese Map war irgendwie nur zur Hälfte fertig und ja, jetzt wurde die Map geupdatet, Leute, wer erinnert sich daran, schreibt es mal bitte unten in die Kommentare und ich würde sagen, wir fackeln jetzt nicht lang rum, starten direkt, meine Freunde, und hier ist eine Kiste mit einem Easter Egg drin. Okay, cool, wir haben das Easter Egg schon mal direkt zu Anfang gefunden und zwar nennt sich die Map Dimension Hopper. Hä? Oh, da habe ich jetzt was in der Hand. Change die... Wow, Alter! Hä, ist ja sau cool. Lol. Mega nice. Hier sind dann so Roomcaller. Dann, ach so, das sind die restlichen Maps, die der Typ gemacht hat. Kann das, kann das sein? Genau, dann haben wir da noch irgendwie eine Art Tutorial gehabt. Und jetzt gibt es endlich mehrere Levels. Leute, mega cool, mega cool. Wir haben jetzt hier erstmal Easy, dann kommt man da ins Normal. Das sieht auch so aus, als müsste man hier so sozusagen Parcours machen. Und dann kommt man hier in Normal. Dann kommt man hier ins Hard Level. Und dann gibt es hier Maybe a little bit harder, I guess. Also das ist sozusagen irgendwie schwerer, als er dachte oder als er das gemacht hatte. So, prima. Leute, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem ersten Level an. Vielleicht kann der ein oder andere sich daran erinnern. Aber ich habe eben nochmal ein bisschen reingeschnuppert. Und die Level wurden dann doch nochmal ein kleines Ticken ab... Ein kleines bisschen abgeändert, Leute. Deswegen wundert euch nicht. Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird echt interessant werden. So, wir haben jetzt hier unsere zwei Dinger. Wir können dann damit sozusagen in die Dimension wechseln. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Dimension 1. Da ist hier der Baum. Und in Dimension 2 sind die Bäume weg. Und hier sind Steine. Und da oben ist ein Knopf. Genau. Und wenn wir jetzt in die Dimension 1 gehen würden, verschwindet unser, verschwindet hier unser kleiner Hügel, der uns dabei helfen wird, dort oben an diesen wundervollen Knopf zu kommen, okay? Einfache Sache, ich denke mal, ihr habt es kapiert und wir werden jetzt hier gefangen zwischen zwei Welten. Hier geht's hoch, so. So, ist ja easy going, Leute. So. Dann so. So. Bap. Und dann hier in die Ecke und da oben ist er doch schon. Prima! Hey, das geht doch echt ganz gut hier. Hoffentlich schaffen wir heute alles. Oder wir machen aus dem ganzen Spaß einfach zwei Teile, Leute. Was haltet ihr davon? Hättet ihr Bock auf zwei Teile davon? Oder wir rushen das jetzt erstmal durch. Also, irgendwie vielleicht hiermit. So, okay, jetzt ist hier was im Weg. Hm. Hier so drüber und dann da. Nee, das geht nicht. Also wir müssen auf jeden Fall nach dort, dort, dort. Und dann ist da oben der Bouton, Leute. So, also erstmal hier wieder in diese Dimension. Dann, ah, wenn man sich hier an die Ecke stellt. Plopp. Okay. Und jetzt muss man irgendwie von hier nach da drüben springen. Hat sogar super gut funktioniert. Prima, Alter, richtig gut. Ich bin gerade richtig stolz auf mich. Was passiert, wenn ich jetzt hier in die Dimension 2 gehe? Oh nein. Okay, Gott sei Dank. Alter. Ihr habt gerade gedacht, ich habe übelst den Fail gemacht. So. Boom. Support created by Purple Stripes. Also das ist übrigens der Typ, der das gemacht hat. Der tanzt da gerade ein bisschen Disco. Und wir waren jetzt, glaube ich, in Level 3. Und jetzt gehen wir in... War das Level 3? Das erste war das. Das zweite war das. Und das ist das dritte gewesen. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal die wunderschöne Leiter nach oben. Gehen jetzt hier in Level 4. Okay, Leute, ich bin gespannt, wie Pfeil und Bogen das jetzt hier mal etwas herausfinden. Aha. Aha. Also hier das Ganze ist so ein bisschen schwerer gemacht, glaube ich. Nicht, dass hier irgendwo ein Tunnel ist, der dann irgendwie nach unten führt. Vielleicht hier. So. Okay, oder hier. Dass hier irgendwie die Pflanzen dazu da sind, um dass man den Weg nach unten finden kann. Ich muss sagen, das macht übelst Bock. Guck mal, wenn ich jetzt ganz schnell so mache. Piu, piu, piu. So, hier geht's rein. Okay. Jetzt gehen wir mal. Also hier passiert wirklich gar nichts. Da passiert nichts. Vielleicht hier hinterm Haus. Doch, ich glaube wirklich, dass es was mit dem Schnee zu tun hat.
dass man da irgendwie wieder so nach unten sneaken kann durch diese komischen Bauhilfblöck-Dinger da. Wisst ihr, wie ich meine? Diese Geländeblöcke. Ich weiß jetzt den Namen nicht, okay? Ich weiß den Namen nicht, es tut mir leid. Hier kann man doch bestimmt irgendwie nach unten. Oder irgendwo im Eis. Ist hier irgendwo ein Hinweis vielleicht? Weil das hier hinten in der Ecke halt, ne? Aber das ist es auch nicht. Dass man hier irgendwo... Vielleicht hier hinten in der Ecke. Dann vielleicht hier so. Okay, es ist schwieriger als gedacht. Es ist schwieriger als gedacht. Dass man hier vielleicht... Hier vielleicht runter. Okay. Ich suche das jetzt mal, Leute. Bis gleich. Es ist doch ein kleines bisschen einfacher als gedacht. Und zwar sind wir jetzt hier in Dimension 1 und das hier ist Dimension 2. Und wir müssen eigentlich nur hier so hoch und dann den da machen. Bam. Okay, es war doch irgendwie leichter, als ich gedacht hätte. Ja, ich sag mal nichts dazu. Das war irgendwie echt ein bisschen easygoing. Level 5. Perfekt. Dann sind wir jetzt hier Dimension 1 und Dimension 2. Safe hat das was hier mit den... Dings zu tun. Aber... Da kann ich nicht hinjumpen. Also es hat auf jeden Fall etwas hier mit dem... Mit dem Spaß hier zu tun. So. Oh! Okay, es ist doch gar nicht so einfach. Ist hier irgendwo noch was drin? Was ist denn mit dir so? Willst du irgendwas haben? Der gibt mir Emeralds für rote Beete und für Kartoffeln. Ja, toll, dankeschön. Brauche ich aber leider nicht. Lass mal weiterschauen. Vielleicht ist hier doch irgendetwas, was uns hier weiterbringen kann. Da unten drunter vielleicht irgendwas? Nee. Hier ist dann das ganze Feld gewachsen. Ich glaube, wir müssen doch nach da ganz oben. Oder? Ich kann aber da keinen Knopf sehen. Das wäre ein bisschen peinlich, wenn wir jetzt nach da oben klettern. Und dann wäre da kein Knopf. Wisst ihr, wie ich meine? Oh Mann, bin ich dumm? Ah! Okay, dann von hier. Bab. 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 Und Bab. Hä? Oh. Oh, ich habe gerade richtig Angst gehabt, ey. So, das war dann easy Level 5. Jetzt kommen wir zu Normal Level 6. Und da sind wir hier irgendwo unter Wasser. Yo, Bro, was? Hier ist so eine... Oh, ist ja sau nice. Und jetzt sind wir hier unten drinne sozusagen. Okay, dann schwimmen wir hier mal wieder raus. Das heißt, wir brauchen irgendetwas. Hier ist eine Schulkerbox. Da muss doch bestimmt so Stained Glass oder sowas drinne sein. Das habe ich schon mal gesehen. Aber hier ist nichts drinne, oder? Nee, sieht nicht so aus. Was passiert, wenn wir hier kurz mal unter Wasser ploppen? Zeig mal her. Ist auch nichts drinne. Okay. So, kurz mal wieder zurück. Das ist bestimmt richtig crazy. Oh! Jawohl! Jawohl, da ist ein Button. Can't blaze on pink wool. Ja, das ist es. Guck mal, ich will jetzt aber nur mal eine Sache wissen. Wenn wir jetzt hier so nach oben schwimmen... So im F5 und dann machen wir einfach mal kurz so. Pop. Ah! Okay, das ist cool. So, hier runter. Und dann placed on pink wool, das ist hier. Und dann den da und plopp drinne. Cool, richtig gut gemacht, wirklich. Richtig, richtig cool gemacht. Okay, einfach ein klar grauer Raum. Okay, es ist wieder so Jump'n'Run-mäßig, denke ich mal. Okay, die Blöcke färben sich hinter mir rot. But, warum? Okay. Das verstehe ich nicht. Oder müssen wir hier einfach alles einfärben? Ein bisschen grün einfärben oder sowas? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Das ist doch ein kleiner Ticken. Also die Level sind schon einfach gemacht, aber ich muss ein bisschen nachdenken auf jeden Fall. Müssen wir das hier grün einfärben, richtig? Und dann wird das, wenn wir in die andere Dimension gehen, müssen wir es rot einfärben? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil wir haben ja jetzt schon die ganzen ersten Dinger so rot eingefärbt. Hier,
So, und wenn ich hier langlaufe, dann wird das hier alles rot. Da war ich auch schon drin, aber... Das hat aber nichts zu bedeuten. Oder? Das hat hier jetzt auch nichts gebracht. Was stand denn da jetzt nochmal? Ich habe das schon wieder vergessen. Okay, Leute, ich probiere jetzt erstmal aus, den ganzen Boden hier einzufärben. Vielleicht hat das irgendwie Sinn. Keine Ahnung. Also, ich habe jetzt den ganzen Boden nochmal eingefärbt. Hier nochmal, das da. Aber ich war jetzt nochmal hier ganz oben und da stand, die Antwort ist, es versteckt sich nicht in diesem Level. Also muss es ja irgendwo in dem hier sein. Aber hier ist halt nichts drinne. Oder doch. Oder doch. Wartet mal. Oh mein Gott, das sieht man sogar. Das sieht man sogar. Man sieht es, das sieht man. Hier, könnt ihr das sehen? Hier, diese Dings, die leuchten eher. Hier ist nämlich alles clean vom Schatten her. Und hier mal so tak, 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 tak. Und das sieht man. Man sieht es. Okay, was ist hier? Hier geht's hoch. Okay. Aber ey, sau cool. Richtig gut gemacht. Richtig, richtig gut gemacht. Hier hoch. Was? Warum bin ich denn jetzt wieder hier? Es ist nicht in diesem Level. Wo dann? Warte mal. Really? Doch, das ist es gewesen. Das war richtig. Oha. Oha, das ist einfach Level 6 und 7, die einfach zusammen verschmolzen sind. Ist ja übelst gut gemacht. Oh mein Gott, jetzt gibt es hier drei Dimensionen. Oh mein Gott, okay, okay, okay. Okay. Krass, das ist dann doch ganz schön hart jetzt. So, Dimension 2 und... Oh, okay, krass. Hier kann man dann irgendwie unten reinfallen. Und hier kann man kurz fliegen. Müssen wir, glaube ich, sogar auf den Dingern hier so drauf landen. Mal vielleicht irgendwie auf dem... Auf dem Dach oder so. So, hier werden wir hoch. Fliege ich mal hier kurz aufs Dach oben drauf. Ob hier irgendwo etwas ist, was man benutzen kann. So. Irgendwas? Nee. Krass. Okay. Okay, 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 okay. Dann müssen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer angucken. Ich denke mal, dass es viel hier mit dieser Dimension zu tun hat. Hier kann man dann... Bap, bap. Jetzt sind wir hier im Haus drin. Hier ist nix. Und hier ist auch nix. Es hat anscheinend oft den Besitzer gewechselt. Interessante Sache. Interessante Sache. Aber... hier wirklich oben auf den Bäumen oder sowas was ist? Okay, ich gucke mir das nochmal ein bisschen genauer an, Freunde. Also, wir haben in dieser Dimension hier, hier ist nichts. Hier sind die Bäume so weiter hochgewachsen. Da oben ist der Knopf. Dann sind wir hier in Dimension 3. Müssen, glaube ich, irgendwie mit Anlauf hier hoch. Ah, ich bin drüber gesprungen. Mist. So, mit Anlauf, zack. Hier in den Dings rein. Dann wechseln wir die Dimension. Und, ah, Mist. Komme ich da oben trotzdem dran? Okay, nee, das geht nicht. Dann kurz wieder zurück. Dann hier kurz mal den Boost abholen. So. Bap. Fliegen, 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 hinterher. Okay, es ist doch schwerer, als ich gedacht habe. Hier vielleicht so. Nee, das geht auch nicht. Dann probieren wir es einfach mal so dahin zu fliegen kurz. Moment. So, flieg hoch, flieg hoch, flieg hoch, höher, 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 hier hin, hier hin, ne, das verschwindet dann, ich glaube, wir müssen hier drauf. Doch nicht. Ja, und direkt hoch, 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 hoch. Boah, Junge, das ist ja voll schwer. Zack. Hoch mit dir. Dimension wechseln. Er schafft es nicht. Er schafft den letzten Dings nicht. Er schafft den letzten Block nicht. Hoch.
Was passiert, wenn ich mich hier hinstelle? So irgendwie? Ich trick's es jetzt aus, Leute, ich sag's euch. Irgendwie. Nee, das geht auch nicht. Weil die ganze Zeit hier etwas im Way ist. So vielleicht. Ah! Mist! Ich krieg's hin. Ich krieg's hin, Leute. Ich trick's es jetzt aus. Ja! 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 Ich hab's ausgetrickst. Hä? Oh oh. Ja! Oh mein Gott, jawohl. Ich hab's geschafft. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir waren jetzt auf jeden Fall weit genug. Ich würde sagen, ich mache jetzt den zweiten Part noch direkt hinter, hier hinter nach. Oh, aua. Ich mache den zweiten Part direkt hier am hier im Anhang noch fertig. Wir sind jetzt hier bei Level 9 und Level 10 im Orangenen. Und ich würde sagen, Leute, falls ihr Bock auf den zweiten Part habt, haltet auf jeden Fall die Augen offen, abonniert meinen Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall dann morgen wieder, später wieder. Ah, stimmt, heute kommt ein Zweitvideo, Leute. Schaltet das auch auf jeden Fall auch ein. Um 16 Uhr kommt das Zweitvideo und ich würde sagen, bis später, tschüss!